Willkommen Reisende. Heute schauen wir uns Forspoken an, die Demo erstmal. Wir sehen, wie das Spiel so ist. Können wir mal gucken. Gucken, mit welcher Mission wir starten. Weil er lädt ganz schön lange. Frey Holland, Tagträumerin, Katzenfan, New Yorkerin. An einem verhängnisvollen Abend verändert sich ihr Leben grundlegend, als sie auf geheimnisvolle Weise in das wunderschöne, aber trügerische Land Ethia versetzt wird. Frey entdeckt einen magischen, sprechenden Armreif, welcher sich um ihr Handgelenk geschlungen hat. Und sie stellt fest, dass sie plötzlich mächtige Zauber wirken und sich dank Magie blitzschnell durch die Landschaft bewegen kann. Die Bevölkerung von Ethia sieht in Frey schon bald ihre einzige Hoffnung, ihnen im Kampf gegen die Tantas beizustehen. Einst wohlgesonnene Matriarchinnen, die jetzt als bösartige Hexen über das Land herrschen. Zögerlich willigt Frey ein und begibt sich auf eine gefährliche Reise. Auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause. Gesessen. Das soll ja eine Lehre sein. Haha, und wie? Gleich kommt ein Knaller. Also Steuerung, so wie in jedem anderen Spiel auch, wer jetzt erwartet. Hier. Okay. Pranke, Essel, Blüte, Bären. Gleich gibt's aufs Maul. Komm schon! Ich pack das. Komm schon! Hasta la vista, Baby! Also die Unterstützungsfähigkeiten laden sehr langsam auf. Irgendwas rum.
Müssen wir erstmal Grafik hochstellen, ist er für den Arsch. Ja, tappt mir doch scheißegal. Standard, mach mal hier auf. Kann man nicht irgendwie. So ist jetzt besser. Ah ja. Wird man hier erstmal durch die Walachei laufen. Gucken, was wir machen müssen. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Etwas gefunden? So viel Glück hat man nicht oft. Also, sie ist ja New Yorkerin. Und wurde erstmal gepflegt, Isekite. Was natürlich schon gut ist. In dem Spiel Hauptcharakter, wenn er weiblich ist. Aber wenn du Isekite wirst, dann sollte es natürlich eigentlich eher ein Mann sein. Fraglich, wie viel wir in der Demo spielen können, ob wir ein bisschen was vom Spiel sehen. Lag hier noch was in dem Haus rum? Hier liegt noch was. Herstellen, aufwerten, neuen Gegenstand aus Material herstellen. Aufwerten. Rote Magie 6, Trefferpunkte, Verteidigung. Nadelstein. Ah, halt mal ein bisschen mehr aus. Mal von mir aus. Ach, gedrückt halten auch noch. Ah, wir haben mehrere von den Steinen. Oder was? Ressourcen. Kostet ein, kostet 22, was will er uns sagen? Eiskette aufwerten. Okay, Verteidigung. Magie. Nehmen wir hier die andere Magie. Der Effekt wird ersetzt. Das ist ja schon wieder scheiße. Wenn ein Gegner besiegt wird, wird automatisch eine Heilung ausgelöst. Okay. Also Magie, Magie. Fertigkeit erforderlich. Okay, naja, bin interessiert. Was kann man herstellen? Steinbeutel, Materialbeutel. Ah, irgendein Scheiß. Ja, lieber mal das Spiel angucken. Mir anders überlegt. Ich will weiterschlafen. Nun sind wir schon auf.
Los geht's. Ach, das sagst du nur, weil du nicht weißt, wie bequem das Bett war. Also die Kamera reagiert ganz schön schnell. Eliminiere den Feind, ja, werden wir ja wohl hinkriegen. Ja, meine Fresse. Das mit dem Ausweichen mir voll egal. Oh. Das ist eine Chance. Oh, Alter. Jetzt schießen wir nicht. Ah, okay. Wir haben auch eine super Fähigkeit. Das ist okay. Hält mich auf Trab. Oh nee. Oha, jetzt sind wir fast runtergesprungen. Aus welcher Richtung kommen wir denn? Wahrscheinlich müssen wir dahin, wo die Gegner sind. Fraglich, wie weit wir schießen können. Im Kampf sind die ersten Sekunden entscheidend. Und das sagst du mir erst jetzt? Also manchmal wechselt er einfach so das Ziel, also... Keine Ahnung, Alter, ich habe das Gefühl, es wagt wie Sau. So geht, aber... Im Kampf? Keine Ahnung. Ja, komm, lauf mal schneller hier. Jetzt super lange Überblendung. Die sieht doch bestimmt super aus. Das lese ich jetzt nicht. Gut, da hätte man jetzt gekonnt ausweichen können. Vergiss nicht zu atmen, sonst landest du nie einen Treffer. Nichts hilfreich. So, dann noch da. Das hilft aber. Und weiter geht's. Das mit dir schafft er nicht zu erfüllen. Hoffentlich. Schmeckt nämlich echt kack.
wenn ich mag. Was ist denn jetzt kaputt? Magie plus 1. Oh yeah! Das tat gut. Suchen wir uns jetzt ein wahrhaft würdiges Ziel. Nö, keine Lust. Ich trainiere nicht für eine Meisterschaft oder so. Ah. Ein paar Erfahrungspunkte bekommen. So, was da unten? Leuchtet. Für Mana erlerne Zauber. Mhm, okay. Oh, eine Schatzkiste. Drinne. Immer noch besser als nichts. Metall. Hm, lass super. Mich das beurteilen. Also, Tab, wo müssen wir hin? Ausrüstung, Tutorials, Karte, Notiz, Magie, Gegnerressourcen. Stand da nicht, hier können wir uns die blöden Rosenholzquell tauschen. Ah, neuen Umhang in Gisul finden. Magische Kräfte im Monument der Stärke verbessern. Was das da unten ist? Hm. War das überleben? Hey, hast du das? Nee, das funzt nicht. Also ja, die wieder aufsteht, ist auch Weihnachten. Wenn sich die Gegner ja nicht mal in Ruhe angucken. War mir voll schlecht. Also ausweichen klappt nur bedingt. Jetzt labert der Charakter und dieser blöde Armreif auch noch in einer Tour. Voll nervig. Also die Aufmachung im Spiel ist schon schick, aber das Gelaber ist ja nervig. Dann ist ja alles wunderbar. Und dann auch noch von so einer New Yorkerin. Shit, das scheint ein Schloss zu sein. Ja, dann spring das Ding auf. Meine Fresse, so schwer ist nicht. Oh nee, ey, jetzt. BASD, F gedrückt halten. Hm? Beginne ich. Okay. Ah, Neustart. Ja, aber wie? Wechsle ich denn auf ein anderes? Ah, okay. So müsste es gehen. Mal sehen. Was haben wir hier? Na, was haben wir denn hier? Noch ein bemerkenswerter Fund. Aber hallo, die Schatzjägerin schlägt wieder zu. Ihr nerviges Gelaber geht mir jetzt schon auf den Sack. So, da hinten hat es ja so schön geleuchtet. Da laufen wir jetzt erstmal hin. Aha. Hier können wir ein Foto machen oder was? Mann, ich wette, den Stadtkindern würde das gefallen.
Fall. Das könnte ein... Was für ein Scheiß. Ist nicht ihr Ernst jetzt, oder? Alter, wir müssen hier Fotos machen. Das ist ein Schwachsinn. So. Fast so, als würde es mich zu sich rufen. Ah, springen wir halt rein. Hinter uns allerhöchstens um. Wen stört's? Boah, kriegt's jetzt eine Offenbarung? Ein Skillbaum. Neuen Zauber erhalten. Aha, aha. Aufstieg. Ja, dann. Noch höher. Ziele auf die Mauer, drücke im Sprung und Steuerung. Also einfach schnell hochlaufen. Okay. Ja, cool. Das konnten wir vorher nicht. Rosenholzquelle, Aufgabe 3 erfüllt. Was für ein Scheiß leuchtet hier eigentlich so? Ach, da einfach durchlaufen, kriegen wir Punkte oder was? Da ist auch noch so ein Ding. Aber wir sind doch hier eben am Anfang auch durchgelaufen durch so ein paar. Wo waren die denn? Da. Pass auf, dass du nicht stecken bleibst, sonst fällst du noch hin. Ach nee, das war doch mein geheimer Plan. Hier traue ich alles zu. Hier ist einer. Dann sind wir vorbeigeeiert. Bringt bestimmt irgendwas, das einzusammeln. Der Turm würde mich ja schon interessieren, aber da sollen wir ja scheinbar gar nicht hin. Also 700 Meter. Das nächstliegende oder wie? Man kann so schnell laufen und springen. Mal gucken. Kommen wir die Wand da hoch? Mit diesem... Das könnte man fast einen Flug nennen. Woo, yeah! Also laut Steuerung soll auch Warpen gehen, aber das muss man wahrscheinlich noch freischalten. Aber wir haben noch 400 Meter, also von daher. Ich will es hoffen. Da stelle ich nicht so an, ist nur ein Berg. Oh, ich sag mal. Hier, da unten können wir schon wieder ein Foto machen. Eben Zombies. Können wir auch lassen. Irgendwie das Gefühl, wir hätten da oben bleiben sollen. Und da es hier keine Reittiere scheinbar gibt, ist immerhin gut, dass wir super schnell laufen können. So. Oh ja, ich gerade, wie kommen wir da hoch? Das Ding nicht behauptet, wir kommen jetzt höher. Was hat sauber? Nicht mal eine blöde Wand hoch. Schau an, eine kleine Schar von Störenfrieden. Die Schwachen jagen immer im Rudel was. Wie soll man denn da hochkommen? Gleichzeitig gedrückt halten, ja, klappt ja super. Also wenn es nur anhast.
So an der Wand. Aha. So höher kommt man damit jetzt aber nicht. Jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wo ich da runtergefallen bin. Sag mal, muss doch irgendwo hochgehen. Wird immer schlimmer, wenn du mich fragst. Wie kommen wir da hoch? Ah. Ich glaube eher nicht, dass wir über diese Dinger da hochkommen. Oder? Der Abstand bestimmt viel zu hoch, oder? Ach super, ich sehe den anderen nicht mal. Da oben. Ah, nee, das klappt ja mal gar nicht. Ah. Rüber vielleicht. Weil muss ja einen Zweck haben. Zu sehr auf seine Magie verlassen. Sagte das Stück Blech, das nur durch Magie zusammengehalten wird. Gut, das geht nicht. Dann müssen wir jetzt ernsthaft wieder zurücklaufen. Hier nicht irgendwie eine blöde Karte? Ausrüstung Karte. Das ist ja gar nichts. Ah. Brücke, ja. Hm, super, wäre ich auch von alleine nicht drauf gekommen. Seht ihr das Monument aus der Nähe an? Okay. Also wir sind, schätze ich mal, das da. Er ist doch aber mitten auf so einem Stein. Da oben, also da müssten wir doch hochkommen, oder? Das ist eine Quälerei. Diese goldenen Steine da haben bestimmt auch was zu bedeuten, kann man bestimmt einsammeln oder so. Wie soll man da jetzt? Oder ich sehe überhaupt nichts. Jetzt habe ich bestimmt schon wieder irgend so ein Pilot-Trick, ey. Ist nicht wahr. Oder partout nicht hoch. Müssen wir da echt zurücklaufen, wa? Aber lauf doch mal in die Richtung, in die ich will. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Was der alles spürt. Nächstes Radar aktivieren. Nichts könnte mir egaler sein. So. Komm hier echt nicht hoch, ne? Habe ich das gemacht? Bruch. Nicht stark genug, um zum Problem zu werden. Bruch heißt übrigens hier dieses Wahnsinn, stimmt's da? Schwarze Energie, die alle in Zombies verwandelt hat. Also, irgendwie sind wir jetzt hier hochgekommen. Aber wir müssen noch ein Stück höher. Jo,
Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Nicht gut aus. Ja, etwas scheint den Bruch hierher gelockt zu haben. Du kannst ihn sicher mit deinen Kräften bannen. Versuch es mal. Wie? Weiß nicht mehr, auf was ich zielen muss. Hat schon mal geklappt. Verteidigung plus 5. Cool. So. Aufgabe 5. Neuen Umhang finden. In Gimul. Ja, weiß immer noch nicht, wo das ist. So. Also ein Stück hochspringen. Und nach rechts laufen. Was ist das? Wassergarten. Südlicher Glockentor. Also jetzt müssen wir da schon wieder hoch. Ob diese Dinger noch vor dem Bruch gebaut wurden? Sie errichten zu lassen, während das Volk Qualen litt, wäre unsensibel gewesen. Außer es gab einen guten Grund dafür. So. Geh zum... So. Immer irgendwie so ein bisschen auf so einen Vorsprung. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Ist etwas, ja super. Hier oben an der Wand oder was? Wo denn? Da oben. Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe ja schon vieles gesehen, was der Bruch mit Leuten anstellt. Aber dass er ihnen Flügel wachsen lässt, mir neu. Wie dem auch sei. Du hast ein hartes Stück Arbeit vor dir. Ein fliegender Gegner ist nicht zu unterschätzen. Du weißt, welchen Zauber du brauchst, richtig? Nö, keine Ahnung. Ja, halt die Klappe! Den da. Ich kann doch hier nicht kämpfen. So. Ich kann auch einfach weglaufen. Wüsste ich jetzt, welchen Zauber wir brauchen, also mal im Ernst. Und auf die dämliche Idee. Ah, los, da hoch. Und schafft die Umgebung aus. Wahrscheinlich bei den Punkten. Was jetzt abrollen? Oh ja, das ist mir doch echt. Ja, würde sie mal laufen? Nee. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Weil, dass sie fliegen können, ist aber...
allzu oft treffen lassen. Wofür hältst du mich? Bin ich Superheldin? Oh, komm schon! Das Zeug gegen deine rechte Einstellung hilfreich? Daniel, scheint es nicht zu funktionieren. So, erstmal Überblick verschaffen, wo die alle stehen. Okay. Oh, ist schon witzig, die Kämpfe. Was jetzt? Lass mich raten, da ist der Umhang drin. Ja, bin ein bisschen erschöpft. Mal sehen. So. Ein Umhang der Tantra-Prey. Eins. Was? Den Tantra-Prey eins gerne trug. Schützt den Träger gegen Benommenheit. Ausrüstung ansehen. So. Umhang mutig. Wie nenne ich das jetzt? Ah. Umsichtig, makellos, anmutig. Reach. Was ist der da? Ah, immun gegen Benommenheit. Der da. Schubmagie lädt sich schneller auf, wenn Reif blockt. Ja, hier sind aber fliegende Gegner, dann fragen wir halt den da. Solche Funde sind der gerechte Lohn für unsere langen Wege. Ja, also. Ah, okay. Zusatzherausforderung trotz Demo. Okay. 1 Kilometer zu Fuß laufen jetzt hier, oder was? Nur weil dieser Warp nicht freigeschaltet ist. Also, schon mal nicht schlecht, die Demo. Das Gelaber ist super nervig, aber ansonsten... Bisschen ärgerlich ist noch, dass die Kamera, also die kann man bestimmt einstellen, dass sie nicht so bei der kleinsten Bewegung, dass man auf einmal hinter sich guckt. Aber dann werden wir uns jetzt noch schön hier die Zusatz Dingens angucken. So. Diese Zusatzaufgabe angucken. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch, oder was? So. Okay. Wir sind da irgendwie hochgekommen. Alter, hier ist noch so ein Schrein-Dingens. Monument der Weisheit. Ja, hä? Oh, man muss ja echt exakt davor stehen, oder wie? Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Lass mich raten, jetzt haben wir einen falschen Umhang um. Oh, und diese Zwischensequenzen, ne? Ich schütze die Flüchtlinge für die angegebene Zeit. Oh ne, echt jetzt. Ist eine Vision, ist doch völlig latte, ob wir die beschützen. Die sind ja sowieso halt tot. Aber das kann ja jetzt was werden.
Gruber. Was sind die Stadtbewohner und was nicht? Okay, packen wir es einfach an. Wozu sich den Kopf zerbrechen, stimmt's? Schütze deine Flanke. Was ist denn jetzt kaputt? Okay, mach ich. War das Spiel einfach stehen geblieben? Hey, da hinten ist noch einer. Rein. Super, das sind ja mal einige. Dann mach doch einfach das Beste daraus. Das ist wirklich. Ah. Die Firma da. Na los, bring es zu Ende. Bring es zu Ende, sagt er so einfach. Will da quatschen Armreif. Ah. Wegen das war's. Zu früh. Laber mich nicht voll, wir müssen uns scheiß Armreif. Zurück und beruhigst dich. Warum bitte lässt du mich nicht in Ruhe? Hauptsächlich macht diese Superfähigkeit nichts passiert. Vorsicht! Auf dem Weg! So. Liegt wohl daran, dass du dich auch langsam nützlich machst. Ah, jetzt kommen sie wieder von da. Keine Sorge, es geht schnell. Ich muss hoffen. Jetzt gibt's hier auch noch Hunde oder was, oder? Oh, komm schon. Was sind das für Viecher? Oh, auf alle Seiten muss man achten. Diesmal habe ich mich echt voll reingehängt. Ja, eine annehmbare Leistung. Wow. Annehmbar war voll schlecht. Oh ja, sonst läuft es auch den ganzen Tag die Wand hoch. Oh. Ja, wird einem ganz schön. Echt bei so viel Bewegung. Weil ganz schön viele. Das nenne ich mal Power. Freut mich, dass du so gut vor bist. Oh, jetzt wäre die Superfähigkeit mal irgendwie super. Oh, die Superfähigkeit wäre super. Wo kommt der Große her? Hä? Alter, ich will den Riesenfatzken, der vor mir steht. Geht nicht, oder was? Was denn jetzt? Na, hast du gar nichts zu sagen? Bonus für den ersten Abschluss. Hä? Jetzt der Ton weg. Was zum. Alter, wenn das echte Spiel genauso drumrum spackt hier wie die Demo, ne? Oh, krass, Spiel abgeschmiert.
Na, ganz prima. Eine Demo, die begeistert. Also stand ja noch, dass wir es geschafft haben. Aber wird es uns auch gut geschrieben oder? Das ist ja die Frage. Und scheiße, hat das blöde Spiel gespeichert. Ah, jetzt lädt das wieder eine Stunde. Also, Spiel grafisch gut, Geschichte geht. Echt, wir müssen Scheiße nochmal machen. Bleib bei der Sache, hörst du? Ja, ja. Oder warte mal. Nee, wir hatten. Ja, wir können das jetzt nochmal spielen, ist ja Asi. Ja, das kann das Spiel jetzt mal gepflegt vergessen, ey. Eliminiere den Feind. Wie viele sind es denn? Also, dass man hochklettern kann. Wie sollen wir vorgehen? Ist etwas, sehe ich schon seit einer Stunde, du scheiß Armreif. Also, der Armreif und ihr Gelaber gehen einen gepflegt auf den Sack. Also, den da unten sollen wir machen, oder was? Aber das Ziel ist hinter der Burg. Menschen sind viel zerbrechlicher, als man denkt. Gehst du etwa philosophischen Gedanken nach? Ging doch mal. Ich denke da eher an zerlegte Zombies. So, dann gehen wir jetzt halt einfach. Oh, lang. Ja, würde sie jetzt mal. Ist nicht ihr Ernst jetzt, oder? Was zum. Will mich doch verarschen. Ah, kommt sie da hoch und dann wieder nicht, oder was? Was zum Henker macht die Alte denn? Muss ich um diese Scheißburg rumlaufen? Echt nicht der Rede wert, was wir da drin gefunden haben. Stimmt. Abgesehen von der Horde hirnloser mörderischer Monster. Ja gut, das war jetzt eher nicht so gut. Ich spüre Feinde in der Nähe. Alles spürt, ja, ja. Ne? Augen auf, schon kapiert. Also, Grafik toll, Spiel eigentlich toll. Aber, dass die hier in einer Tour labern, ist so nervig. Ach du. Ja, das Vieh ist ja groß. Müssen es doch bestimmt. Das ist bestimmt die Zusatzaufgabe. Du doch was, ja? Nee, ich schieße ja nicht, ne? Boah, ist das viel schnell. Beim Ausweichen müsste ich irgendwie mal nach hinten drücken statt nach vorne. Tut mir leid, okay? Boah, das mit dem Ausweichen ist aber schön. Was ist er denn?
Oh, laber mich nicht voll, Spiel. Denk nach. Welche Fertigkeit hat den größten Effekt? Alter, ich drücke X für diese Fähigkeit und ein Scheiß passiert hier, oder was? Boah, sag mal. Das Mittel scheint seinen Zweck zu erfüllen. Hoffentlich. Schmeckt nämlich echt kacke. Ach, boah. Steht X, ich drück X, verdammte Scheiße. Ach komm, Spiel, ne? Ich kann... Oh, Alter. Munition ist bei da. Ja, ja. Das hilft nicht viel. Ja, super. Nicht getroffen. Vielleicht könntest du Angriffen ausweichen, statt sie mit mir abzuwehren. Oh, hast du Angst, du könntest die Kratzer abbringen? Treffer tut weh. Ja, also da steht X, verdammte Scheiße. Dann drückst du X, ein Scheiß passiert. Ach, fick dich, Spiel, ganz im Ernst. So, das Spiel geht mir auf den Sack. Hab ich super. Wahrscheinlich ist X falsch, obwohl X dran steht, aber naja. Ist ja eh nur eine Demo. Das Gelaber geht einem tierisch auf die Nerven von den beiden. Dass sie in einer Tour da diskutieren. Diese Zwischensequenzen viel zu lang. Voll unnötig, kann man nicht wegdrücken. Aber grafisch und storytechnisch ist das Spiel super. Ich hoffe, ich konnte hier einen Eindruck davon gewinnen, wie das Spiel ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Spielt am besten auch erst die Demo, um zu sehen, ob es euch gefällt. Probiert Tastatur oder Controller, was euch besser liegt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.